Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Warrant, in Odyssey im Auftrag des Königs. Wir haben dem lieben Tabor geholfen, sein Prachtexemplar zu alleine erlegen zu lassen, und zwar den Löwen Aslan. Den hat er fix eliminiert. Jetzt fragen wir ihn mal, warte mal, was er denn noch so vorhat. Und? Wie sieht es aus? Ausgezeichnet. Diese Jagdsaison war ein voller Erfolg. Wir werden noch eine Zeit lang hier bleiben und dann geht es zurück nach Ugar. Und dann? Wie lange wollt ihr noch bleiben? Keine Ahnung, aber ein paar Tage werden es sicher noch sein. Solange wir da sind, kannst du uns gerne jederzeit besuchen, ja? Ja? Aha, okay. Gut, dann werde ich mal in das Lager laufen. Also, das ist natürlich eine sehr große Map. Gucken wir uns nochmal um, wegen dieser ganzen Einrenderei. Lässt sich natürlich hier auch hier nicht verhindern. Trotz ich einen guten Rechner habe, dass es ein bisschen ruckelt. Ich glaube, das kann von euch jeder nachvollziehen und hat Verständnis dafür. Ja, was gibt's Neues zu berichten? Als allererstes erstmal wieder vielen lieben Dank für eure wirklich guten Kommentare. Ja, ich weiß, in der Folge besondere Karten gab es, ja, weiß ich nicht, da bin ich ein bisschen durcheinander gegangen. Deswegen Alarm mir auch gesagt, also von wegen erstmal das und das und überhaupt. Ja, dann werden wir doch mal in der Gemütlichkeit dieser Runde mal auch den Hinweis von Alarm nochmal nachgehen. Und zwar hat er mir gesagt, es gäbe ein Buch, welches ich bei Amat gekauft habe. Einen dicken Wälzer über die verfluchte Mine. War das das? Nee, irgendwo war das. Hier, da ist es. Nun, da gibt es, das werde ich mal vorher abspeichern, das war auch ein Tipp, so eine leichte Komplikation, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich speichere es mal ab. Und dann gucken wir uns das Buch mal genauer an. Also, ich mache einen linken Mausklick, kriege Erfahrung und darüber geht es halt eben über die verfluchte Mine mit einem Landarbeiter Kelam, der mit seiner Familie nach Ugar zog und als er hörte, also ich habe es schon mal im Vorfeld mal gelesen, und man kann das hier sich dann angucken, indem man mal einfach Pause drückt. So, jetzt werde ich dann vorblättern bis Seite 3, Seite 4. Lass ich auch noch ein paar Sekunden. Seite 5 und Seite 6. So, und wenn ich jetzt nochmal eine vordrücken würde, kämen zwei leere Seiten. Jetzt drücke ich die Escape-Taste, mal gucken. Ich habe es nur einmal ausprobiert, ist mir gleich hängen geblieben. Ich versuche es jetzt einfach mal, indem ich... Und bleibt jetzt da die Animation hängen? Okay, die bleibt jetzt hier hängen. Also so mit hat das nicht geklappt. Versuchen wir eine andere Variation. Denn wie der gute Alain gesagt hat, hier auch geschrieben hat, achte darauf, wie du das Buch öffnest und wieder schließt. Da es bei falscher Bedienung zu Fehlern kommen kann und wir aus der Animation nicht mehr herauskommen. Also nochmal. Dann werden wir mal bis zu den Leerseiten. Okay, jetzt werden wir bis zu den leeren Seiten mal mit den Cursor-Tasten vorgehen. So, hier ist leer. Und dann drücke ich mal Escape. Dann klappt's. Habt ihr gesehen? Das wollte ich nur mal auch gerne eben mal zeigen. Oh, ich habe noch nicht mehr eingerendert, weil ich ja neu laden musste. Okay, dann haben wir das auch geschafft. Das Buch haben wir gelesen. Also ich zumindest auch. Und was machen wir dann? Dann werden wir weiter nach Ugar und nicht wahr? Aber mal gucken, ob wir mit dem ein bisschen Mana hinkommen. Oder warte mal. Haben wir hier die Möglichkeit zu pennen? Haben wir. Können wir nämlich hier schön mal bis zum nächsten Morgen schlafen. Dann sind wir regeneriert. Und dann können wir wieder. So, ne? Jetzt sind wir hier wieder in Ugar. Richtige Klamotte haben wir an. Und jetzt darf ich noch mal darauf hinweisen, auch Alain, herzlichen Dank. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und habe die Karte von Ugar. Hier ist sie. Habe sie mir mal ausgedruckt und werde im Laufe des Spiels natürlich nicht zeigen, aber ich werde dann sowieso mal heimlich mal im Hintergrund gucken, wo hier die einzelnen People sind. Fangen wir hier mal mit an. Das werde ich aber hier nicht zeigen.
ob hier irgendwelche wichtigen Leute stehen, die ich mir dann hier verzeichnen kann. Wie zum Beispiel der Wirt hier unten. Gucke ich mir natürlich, das mache ich jetzt nur halt eben zu Demonstrationszwecken. Demonstrationszwecken, ja, toll, tolles Wort. So, und zwar zum durstigen Assassinen. Dann gucke ich mal auf der Karte. Und zwar die Stadt von Uga-Karte. Und dann werde ich dann halt eben das da mal einzeichnen, hier auf meinem Blatt. Herrlich, ja, ansonsten, die Idee hatte ich schon gehabt, aber da war ich zu faul, die umzusetzen. Und so mache ich das halt eben. Das halt, zeige ich jetzt nur das erste einmal und dann läuft es dann wieder wie gehabt. So, und hier drin sind natürlich dann auch ein paar wichtige Leute. Einfach nur der Wirt. Einfach nur der Wirt, der Rolf. Ja, und hier gibt es noch ein paar andere, die müsste ich dann halt eben immer dazu schreiben. Und so werde ich das dann weitermachen. Yep. Wen haben wir denn hier nochmal? Keinen. Jetzt gehen wir mal hier durch. Und zwar wichtig ist... Hakelt aber jetzt wie Hammer hier. Und wir sind beim Stand von Bahal. Und herzlichen Dank nochmal an Vino Veritas. In Vino Veritas kaufe alle Tomaten zurück. Oh mein Gott, warum? Ja, ganz einfach. Zeig mir deine Ware. Weil die Tomaten, die wir hier haben, Stärkepunkte bringen. Oder auch äquivalent zu der Tomatensuppe. Muss ich nochmal gucken, ob ich das Rezept habe. Ich kaufe mal alle Tomaten zurück. Gucken, ob ich überhaupt viel, so viel Geld habe. Kosten ja nur 10. Aha, 3000. Sollte man packen. Oh, was habe ich denn jetzt da für eine grüne Suppe mitgekauft? Da habe ich nicht so schnell wieder losgelassen. Das ist die, ne? Da ist eine Tomatensuppe. Ah, perfekto. Gut, okay. Haben wir auch das gemacht. Und dann gucken wir mal, ob die Tomatensuppe uns schon was bringt. Und zwar Lebensenergiebonus 50. 50, ja, nee, das mache ich erst später, wenn ich Leben brauche. Sonst verschwende ich das. Ja, genau wie dieser Feuerregen. Okay, machen wir mal eine kurze Abspeicherung. Und natürlich... Auch von Taris, ein super Tipp. Und zwar sollte ich dem Champok seinen Trank stehlen, denn der sei gut. Gucken wir mal. Elixier der Geschicklichkeit erhalten. Danke, Taris. Gucken wir gleich mal nach. Elixier des Geschicks. Das haben wir hier. Geschicklichkeitsbonus plus 3. Gleich mal wegluchsen. Schon erledigt. Speichern. Ja, und wenn wir schon beim Clown sind, werde ich doch nochmal den Turan mal seinen Schlüssel abluchsen. Das sollte gehen. Das hat geklappt. Das ist schön. Hier haben wir eine Werkbank. Da gucke ich doch zum ersten Mal erstmal ganz genau, was ich eigentlich anhabe. Weil ich habe nämlich vor, diese Rüstung zu verbessern, die ich anhabe. Und das ist diese hier, die Assassinenkleidung. Dann gehen wir mal auf die Werkbank. Und gucken, ob wir die Assassinenkleidung verbessern können. Mal gucken, das ist natürlich wieder hier. Da müssen wir wieder gucken. Assassinenrobe. Assassinenrobe, Leuchte. Das ist natürlich eine Riesenlistung. Aber ich brauche ja die Assassinenkleidung. Ein Lederwaffenschutz plus 20. Assassinenrüstung. Okay, da ich ja die Kleidung anhabe, werde ich das mal probieren. Zu wenig Rohstoffe. Warum habe ich zu wenig Rohstoffe? Da gucke ich mal, ob ich Leder habe. Ich bin der Meinung, ich habe Leder. Nach langer Suche habe ich sie gefunden. 9 Leder hätte ich noch. Also der Logik zufolge kann ich natürlich keine Rüstung verbessern, wenn ich sie anhabe. Deswegen werde ich mich mal umziehen. Also diese Assassinenkleidung ausziehen. Und irgendwo habe ich eine Assassinenhändlerrüstung. Assassinenhändler, Kleidung, nicht Rüstung, Kleidung. Gut. Die habe ich jetzt angezogen. Dann gehe ich nochmal an die Werkbank. Und versuche dann... Ich hoffe, dass das klappt. Also von der Logik her, Assassinenrobe.
Assassinenkleidung. Ein Leder brauche ich. 9 haben wir. Waffenschutz kriegen wir dann 20. Achtung, fertig. Zu wenig Rohstoffe. Kann mir jemand erzählen, warum das so nicht funktioniert? Das wäre sehr hilfreich. Ja, oder ich habe wieder mal was übersehen mit meinem Schlafekopf. Weiß ich nicht. So, ziehen wir die Assassinenkleidung wieder an. Und bewegen uns zu dem unheimlichen Haus nochmal. Da hat mir ja der Alain auch geschrieben, dass seine Kräuter, nee, dass ich doch mal genauer gucken sollte. Und wenn ich was nicht sehen kann, mach doch mal eine Fackel an. Ja klar, und ich habe dich nicht falsch verstanden. Muss ich mir auch selber an den Kopf klatschen, so von wegen, naja, vielleicht sollte ich doch ein bisschen Geduld haben, das Ganze zu machen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden, dass der Keller des unheimlichen Hauses gemeint ist damit. Und dann werden wir nochmal genauer gucken. Ich habe im Hintergrund immer so viele Sachen. Ich habe natürlich jetzt keinen Blutfliegenspruch mehr. Das heißt, ich muss mir also hier die Haxen wieder brechen. Oder ich mache es mal eventuell mit... Nee, ja okay, ein bisschen haben wir uns die Haxel gebrochen. Ich habe nämlich im Hinterkopf immer so von wegen, okay, wie plane ich das von der Szene her und was lasse ich weg, was lasse ich da? Ich mache erstmal eine Fackel an, hoffentlich weiß ich noch, wo die ist. Das ist auch ein bisschen verwirrend, wenn man zum Beispiel immer im Inventar ist und guckt, wo ist denn jetzt was wieder hingerückt. Und das mache ich dann auch schließlich, überspringe ich dann so gut es geht, wenn ich es nicht auf Anhieb finde, so wie, ah doch, da ist er. Wisst ihr, jetzt ist sie hier. Zack. So, und da wir jetzt im langsamen Modus sind, ja, das ist nämlich auch hier dieser Geschwindigkeitsring, gucken wir uns mal ganz genau die Details an, so wie Alain das mir beschrieben hat. Und denn es sollte, wie ich auch schon vorher richtig vermutet habe, denn hier auch der Geist des... Was wollte ich sagen? Der Geist des Weines, nein. Der, ja, na, wie heißt der? Der Alchemist sein. So. Das ist sehr auffällig. Ne, also. Hat sich was getan? Was hat sich getan? Oh, herzlichen Dank. Ja, ich muss mich manchmal selbst ans Schöpfchen packen. Also. Okay, Leute, jetzt geht's endlich weiter hier in dieser Geschichte. Also, da wird irgendwo der Geist sein. Ist der gut? Ist der böse? Ich weiß es nicht. Ich werde erst mal abspeichern. Die Fackel wieder einstecken. Wo ist sie denn jetzt wieder hingeflatscht? Ah, so. Ich habe aber nichts im Inventar gemacht. So, dann werde ich natürlich auch sofort wieder den Ring der Geschwindigkeit wieder aus- und anziehen. Nicht an und aus, sondern so bringt das nichts. Und dann werden wir... Ja, das ist da. Und schauen wir mal, ob wir hier irgendwo was finden. Hier ist ein... Hä? Da steht ein People rum. Aber kein Geist. Oder ist er das? Wer bist denn du? Doch, es ist ein Geist. Ich habe jetzt echt gedacht, das wäre so irgendwie so eine wabernde Wolke oder so ein teiltransparenter Geist. Aber den sprechen wir jetzt mal an. Warum störst du meine Ruhe? Geh, bevor dich die Toten holen. Nee, ne? Ach, du liebes Bisschen. Ich ahne etwas. Bevor dich die Toten holen. Das heißt, da hinten ist ja schon ein... Ein Mensch, beziehungsweise ein Skelett, was vorher mal ein Mensch war. Dann haben wir hier wieder das Detail eines Schalters. Ja, ich weiß, ich gehe immer zufällig davon, nicht zufällig, sondern mit Bestimmtheit davon aus, dass alles unbedingt beschriftet sein muss. Und das ist eine irrige Annahme in dieser Modifikation, also gleich zu Anfang gesagt. Immer gucken. Ich speichere mal lieber ab, bevor ich von den anderen Skeletten erschlagen werde, die bestimmt kommen werden. Hey, warte mal, wieso, der wartet doch die ganze Zeit. Warte mal, bist du der Alchemist, dem dieses Haus mal gehört hat? Wie? Du kennst mich? Dann haben mich also doch nicht alle vergessen, wie ich schon vermutet hatte. Nun, zumindest nicht ganz. Viel wissen die Leute nicht mehr über dich. Aber dein Haus wird von den Bewohnern der Stadt gemieden. So? Naja, eigentlich konnte ich mir sowas denken. Die seltsamen Geräusche und die Untoten, die in meinem Haus waren, mussten ja die Leute abschrecken. Wie kommt es eigentlich, dass du das Haus betreten konntest?
Haben denn die Untoten nicht versucht, dich aufzuhalten? Doch, aber ich wurde mit ihnen fertig. Erstaunlich. Sei aber auf der Hut. Solange der Fluch, der auf diesem Haus ruht, noch besteht, können immer welche hier erscheinen. Keine Sorge, ich passe schon auf mich auf. Was ist eigentlich passiert? Warum ist dein Haus voller Untoter? Und warum wurdest du zum Geist? Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob du so viel Zeit hast, sie dir anzuhören. Nun ja, geht so. Also bitte die Kurzfassung. Gut. Wo fange ich am besten an? Ach ja, am besten mit meinem Experiment. Was für einem Experiment? Nun, ich wollte mir das Wissen der Totenwelt aneignen. Und das ist mir am Ende auch gelungen. Allerdings mit fürchterlichen Konsequenzen. Das Wissen der Totenwelt? Ist das nicht etwas eher für einen Magier als für einen Alchemisten? Ja, natürlich. Du hast ja recht. Aber der Ehrgeiz hatte mich gepackt. Als Alchemist konnte ich in Uga eher schlecht als recht leben. Die Bewohner der Stadt haben lieber den Magiern etwas abgekauft, die sich ebenfalls mit Alchemie beschäftigten. Da beschloss ich, mich ebenfalls mit der Magie zu beschäftigen. Hätte ich mich doch bloß niemals darauf eingelassen. Ich musste einen hohen Preis für meine Torheit bezahlen. Das Leben zu verlieren, aber gleichzeitig als Geist dazu verdammt zu sein, in meinem Haus herumzuirren. Und als ob das nicht genug wäre. Die Untoten, die du in meinem Hause sahst, wurden mir zu Wächtern mitgegeben, damit ich nicht die traurige Stätte meines Daseins verlassen kann. Die kannst du aber jetzt verlassen, hoffe ich doch mal. Wie konnte dies geschehen? Es gelang mir eines Tages, dem Magier Tartaron ein Buch zu stehlen, das sich mit der Totenwelt beschäftigte. Du konntest es lesen? Normalerweise wird doch solch ein Buch nicht in einer normalen Schrift verfasst. Das war es auch nicht. Ich habe fleißig die Schriftzeichen der Nekromanten studiert, sodass ich das meiste verstehen konnte. Das meiste? Also nicht alles. Das war aber sehr unvorsichtig von dir, dich schon mit der Zauberei zu beschäftigen, bevor du alles verstanden hattest. Ja, du hast ja recht. Das war ja auch der Grund, warum alles schief ging. Ich beschwor einen mächtigen Untoten, der in den Katakomben von Uga begraben liegt. Von diesem erhoffte ich, mir das Wissen über die Totenwelt zu verschaffen. Lass mich raten. Anstatt dir dieses Wissen zu vermitteln, tötete dich der Untote und nahm von deiner Seele Besitz. Genau so war es. Und jetzt muss ich nahe dafür büßen, dass ich so leichtsinnig war. Nun, von den Toten kann ich dich dann leider nicht erwecken. Ich kenne auch keinen, der das könnte. Ja, ich weiß. Mir würde es aber schon helfen, von diesem Fluch erlöst zu sein. Meine Seele will endlich Ruhe finden. Was aber müsste man dafür tun? Den grausamen Untoten aufsuchen und töten. Dann hätte er auch keine Macht mehr, meine Seele an diesen Ort zu bannen. Wer ist dieser grausame Untote, den du beschworen hast? Ein Schwarzmagier namens Kaklistro. Durch ein altes Buch bin ich auf diesen gestoßen. Hätte ich mich doch bloß nie auf ihn eingelassen. Wo befindet sich Kaklistro? In einer alten Gruft, die sich in den Katakomben von Uga befindet. Dort habe ich ihn aus seinem Grab erweckt. Wie kann man in die Katakomben gelangen? Die Zugänge sind alle versperrt. Die Katakomben sind sehr weitläufig. Man braucht ohnehin mehrere Schlüssel, um in alle Bereiche zu gelangen. Aber für den Bereich, der zur Gruft führt, hättest du einen Schlüssel? Natürlich. Aber den werde ich nur demjenigen aushändigen, der bereit ist, mich von meinem Fluch zu erlösen. Tja, das ist natürlich klar, dass wir das machen. Na schön. Ich werde Kaklistro finden und unschädlich machen. Wirklich? Ich danke dir. Gib mir den Schlüssel zur Gruft. Hier hast du ihn. Viel Erfolg. Sehr gut. Speichern. Dann gucken wir mal, was im Logbuch steht.
Als erstes war ja das mit dem verfluchten Haus, das unheimliche Haus, habe ich gesehen. Das waren zwei Einträge. Im Spukhaus fand ich den Geist des Alchemisten. Er erzählte mir, dass ihn ein alter Fluch gefangen hält, der erst gelöst werden kann, wenn ein mächtiger Untoter namens Kaglistro getötet wird, der die Seele des Alchemisten entgefangen hält. Dieser mächtige Untote soll sich in einer unterirdischen Gruft befinden, die Teil von den Katakomben der Stadt Uga ist. Dann der Geist des Alchemisten gab mir einen Schlüssel zu den Katakomben, mit dem gelange ich bis zur unterirdischen Gruft, in der sich Kaglistro aufhält. Schön. Dann gucken wir mal. Ja, dann haben wir hier ein Hebelchen. Was ist das hier? Ein Balkon? Ne, da bin ich aber... ich wieder. Ja, das hängt hier wie in der Geisterbahn. Hängen hier diese Spinnweben runter. Okay, ich hoffe, dass wir jetzt nochmal das Hebelchen finden und dann mal hoffentlich der Meinung sind, dass wir hier was... Ja. Das heißt also, wir kommen... Aha! Hier geht's zu den Katakomben runter. Ich denke mal, dass wir uns mal eben kurz die Karte von Wolle angucken, die hier ist. Seht ihr? Ich befinde mich mitten in den Katakomben. Also hat man erst Zugang von den Katakomben aus zum Alchemisten oder beziehungsweise zu dem... Geistzimmer zum unteren Haus, zum unheimlichen Haus, nachdem er mit dem Geist gesprochen hat. Und schon haben wir natürlich wieder ein paar Viecher auf uns zulaufen. Schauen wir mal, inwieweit wir verlieren. Haben wir jetzt auch gemacht. Shit. Ja, dann werden wir mal hier versuchen, Knochen einfrieren zu lassen. Das funktioniert. Wie das funktioniert. Gefrorenes Calcium. So, gleich würde die Wirkung wohl wahrscheinlich nachlassen. Dann gehe ich mal ganz schnell weg. Und gucken erstmal, ob jemand kommt. Ansonsten abspeichern. Gucken wir mal. Haben wir noch genug? Nee, wir müssen noch Mana trinken hier. Mensch. Noch ein bisschen hier Mana trinken. Mal jede Menge. So, zack. Falls nämlich nochmal ein Angriff der vielen Calcium-Gestänge kommen sollte. Aber genug von denen. Eiswell habe ich ein paar. So. Ich hätte gerne ein kalkhaltiges Getränk on the rocks. Ja. Kann ich dir als starker Skelettkämpfer anbieten. So. Wir haben ja eh nur Knochen. Okay, da haben wir noch ein paar rostige Schwerter. Yep, da ist noch was. Gut, hier ist noch was. Jetzt gucken wir wieder mal ganz genau, was es hier gibt. Pilztabak. Geweihtes. Wasser, leere Laborwasserflasche, Eisenerzbrocken, Laborwasserflaschen, das ist gut. Und ich höre mal wieder so... Geflüster. Oh, wer ist denn hier? Hier gibt es nichts. Leute, das wird lustig hier in den Katakomben. Elixier der Geschicklichkeit. Elixier der Geschicklichkeit. Okay, jetzt gucke ich nochmal ganz genau hier in dem Raum, hier in diesem vermoderten, verpilzten und verflechteten Mauerwerk der Katakomben. Aber ich glaube, hier ist nichts. Dann werde ich mal gucken, wegen des Elixiers der Geschicklichkeit, die wir mal eben trinken. Und danach wieder mal abspeichern. Ja, ich habe mich auch ein bisschen umgezogen. Ich sehe gerade, ich habe ein bisschen Leben verloren. Mal gucken, was hier mit der kräftigen Tomatensuppe ist, die 50 Lebensenergie bringt. Du fühlst dich erfrischt. Also wenn das immer kommt, dann gibt es einen Bonus. Das ist mir schon aufgefallen. Ja, dann schauen wir mal, ob wir auf weitere klapprige Skelette treffen. Ja. Machen wir den mal um die Ecke fertig hier. Versuche ich jedenfalls. Das ist aber ein starker Skelettkämpfer. Und schwupps, die Wupps, weg ist er.
Hat bestimmt auch wieder hier so ein Knöchelchen. So, was haben wir hier in den Regalen? Ist hier nichts. Mal lieber nochmal gucken. Zip. Da werden wir gleichzeitig mal ein bisschen speichern. Und hier gibt es natürlich auch wieder einen Verschlag oder einen Vorhang aus Gitterstäben. Wo wir doch mal hingucken könnten, ob es da irgendwie einen Hint gibt, einen Hinweis. Ja, es gibt einen Schalter. Mein Gott, Walter, da ist ein Schalter. Schön. Oh, sorry, ich muss immer da gucken, weil hier ist immer was los bei mir. Und da ist auch was los. Da unten. Aber die sind nicht so hübsch hier. Also, bei mir laufen viel hübschere Menschen durch die Straße. Los. Umwerfend hübsch. So, nochmal. Schalterchen umlegen. Und gucken. Nein. Wieso habe ich denn jetzt hier plötzlich so ein... Oh nein. Ja, aber der ist ja gut. Ja, versucht, macht klug. Aber, nee. Versuchen wir es mal mit den noch zwei vorhandenen Sprüchen Untote vernichten. Okay, der ist hin. Wo ist der andere? Der ist auch hin. Das war aber gerade im letzten Moment. So, meine Untoten vernichten Sprüche sind weg. Oh, hier gibt es... Sieht aus wie ein Sewers. In, na sag schon, Abwasserkanal speichern. Und was ich noch herausgefunden habe in meinem Inventar, beziehungsweise was ich nicht habe, was sind da hinten, ist Tomatensuppe-Rezept. Habe ich nicht, Mist, muss ich noch kaufen. Aber das ist doch, was ist denn das da hinten für ein Teil? Eine Wasserratte. Gucken, kann ich da durchballern? Ja, kann ich sogar. Los, komm auf mich zu. Alter, das sind ja echt Katakomben hier. So, du bist jetzt hin. Oder? Nee. Ich habe keine Punkte irgendwie. Da habe ich mich da jetzt verguckt. Ach so ist das. Kannst du tauchen? Taucher, der nicht taucht, taucht nichts, oder was? Okay, gib mir das irgendwie Energie weg. Nö. Dann tauchen wir als erstes mal hier runter und gucken, ob es irgendwo hier ein Versteck Seiteneingang gibt. Der ist hier. Tatsache. Okay, das werden wir uns erstmal vormerken. Also da ist ein Löchlein. So, und die Wasserratte, ist die jetzt hier? Ah ja, die ist schon tot. Die ist tot, die kann ich aber nicht irgendwie nehmen. Die liegt auf dem Rücken. Also nochmal. Wow. Ultaucher. Auch gut. Moment. Ach, das ist alles so verschwommen. Ich habe doch eine Brille auf. Muss ich sie wieder putzen oder was? Aber. Schauen wir mal hier, wo es hier lang geht. Oh, ich kann hier lange die Luft anhalten. Feier. Ach, da kamen die ganzen Wasserratten her. Oder was sind das? Nein! Das sind keine Wasserratten, das sind Sumpflöcker. Sumpfhaie meine ich. Nee, ein Sanf. Ja, jetzt sind wir hier in Dune oder was? Oh Mann, das wird doch wieder Mist. Das wird doch wieder. Oh, der andere wird schon wach. Weg, 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 weg. Okay. Wenn die Sandwürmer zwar lange brauchen, aber doch noch. Ressourcen sparend. Weg, 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 weg. Okay. Ressourcen sparend zu vernichten sind, werde ich das jetzt im Off machen. Also Ressourcen sparend in Form von Sprüchen. Jawoll. Die Sandwürmer haben nämlich Giftdrüse, Haut eines Sandwurms und Zähne von Sandwürmern. Das ist gut. So, da hinten haben wir noch einen. Schauen wir mal, ob das auch ein... dass der letzte ist oder ob es da noch mehr gibt. Da ist der wohl der letzte. Also der letzte hier im Vorhof, also hier in der Vorhöhle, in der...
Okay. Also da hinten erkenne ich nichts. Doch, da sind noch welche, da sind noch welche, da sind noch welche. Okay. Dann looten wir dich noch. Na, wenn da mal... Aha, okay, jetzt funktioniert's auch. Und wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich werde natürlich die... Oh, da sind aber viele Sandwürmer. Auch wieder so einzeln herauslocken, wie gehabt, die alte kommerzielle wird konventionelle Methode. Ich bedanke mich, schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen und Kritiken sind natürlich auch wie immer erwünscht und man kann ja schließlich draus lernen. Also macht's gut, ciao!